Bombaklat, Royal Arena TV 2018, mit mir der Laffa aus Basel, und ich freue mich ganz fest, ihn hier bei mir zu haben. Herzlich willkommen, ich sehe dich hier reinsteppen mit einem Kaffee. Was yes. ist los? Musst du deine Energie regainen? Ja, unbedingt. Jetzt gerade auf der Bühne gesehen. Zwar eine halbe Stunde zusammen, ist jetzt nicht mega lang, aber alles rausgehauen. Mhm. Und jetzt bin ich wieder im Aufladen-Modus. Ja, wie war es für dich auf der Bühne, das erste Mal im Royal Arena? Mhm. Ja, crazy. Ist crazy gewesen. Also ich habe ja letztes Jahr beim Sherry schon gesehen, wie der Rahmen bist, also auch von den Leuten halt. Und aber du gehst auf die grosse Bühne und ich habe schon gemerkt, also Nervosität so 10 Minuten vor der Show, das ist jetzt einfach ein neues Level, wo man reingeht oder wo man darf mal schnuppern, wie es aussieht. Und es ist ein heftiges Feeling gewesen, mega nice. Was machst du gegen die Nervosität oder was ist so dein Ritual? Wie holst du die runter? Jo. Schlussendlich mache ich nicht jetzt viel bewusst. Ich mache einfach ein paar Liegestütze vor der Show. Aber schlussendlich chill ich einfach und bleibe auch in meinem Mode, weil es ist aber auch gut, dass man sich so fühlt. Weil das, es ist ja etwas Spezielles und es soll auch immer etwas Spezielles bleiben. Wäre jetzt komisch, wenn man einfach hingehen würde, wie wenn man jetzt in den Zug einsteigen würde, wenn man auf die Stage geht. Von dem ist es eigentlich gut. Ich probiere das auch genießen. Ja. Aber eben, ich kann mir vorstellen, dass das noch ein spezieller Auftritt ist. Es sind so viele Hip-Hop-Leute eigentlich da. Mhm. Und ist in der Vorbereitung irgendetwas speziell gewesen? Jetzt in Vorbereitung auf die Show? Ehrlich gesagt, nicht, was der Inhalt von der Show betrifft. Also wir haben jetzt recht viele Konzerte gespielt, auch seit dem Album, also seit dem 2. März. Und wir haben es auch bei der Probe gemerkt. Es ist ganz anders bewusst, es ist viel lockerer, wir können es viel mehr genießen. Und von dem haben wir einfach die Probe, die wir hatten, haben wir gewusst, es braucht eigentlich nicht viel mehr. Natürlich hätten wir können Feuerwerk organisieren, weiß nicht was. Aber das haben wir jetzt nicht gemacht. Ja. Das Budget vielleicht auch ein bisschen zu schwach gewesen. Plus Bro, Waldbrandgefahr, gell? Du weißt, immer noch Feuerwerk verboten und so. Hey, du bist vom dritten Stock Records aus Basel, dort unter anderem auch dabei, der Sherry O und der Skip. Und der Sherry O hat letztes Jahr den Royal Arena Newcomer Contest gewonnen. Mhm. Dieses Jahr bist jetzt du dran. Wieso gehen so die Wins immer eures Team? Ja, muss fast so sein, dass wir an dem Ort am besten gewesen sind. Was soll ich dazu sagen? Also ich bin ja bei ihm in seinem Wettbewerb nicht dabei gewesen, aber er ist eigentlich bekannt und auch für mich einer der besten Live-Künstler, also was so die Emotionen anbetrifft und so voll im Modus sein. Und ja, schlussendlich, die Konkurrenz war auch bei mir sehr gut gewesen, habe ich gefunden. Aber wir haben es halt einfach abgerissen, ja. Was soll ich dazu sagen? Ganz schön, wir haben es einfach abgerissen dort, ja. Der Sherry O ist wie so ein Schritt voraus, er hat das letztes Jahr schon gemacht und so. Ist es so, ihr redet miteinander auf Augenhöhe oder er gibt dir so Tipps und sagt so, ey Bro, du musst das im Fall dieses Jahr so machen, gell? Das ist eine mega spannende Frage, die man jetzt auch mega ausschweifen könnte. Weil, weil ich wenn dir, erwarte, dass du sagst, ey, natürlich sind wir auf Augenhöhe. Natürlich sind wir auf Augenhöhe, ja. Aber ich merke, dass es in der Aussenwahrnehmung so, vor allem in der Anfangszeit so eher so übergekommen ist, als würde so die Mentor-Funktion einnehmen. Und, aber es ist komplett auf Augenhöhe. Also es ist, jeder hat seine Stärken auf seiner Schiene, die er fährt. Und das befruchtet sich abartig. Also no homo. Schön gesagt. lass jetzt, wir haben noch nicht so viel von dir gehört, Royal Arena TV, das erste Mal hier. Und was mich eigentlich würde wundern, wenn du dich noch ein bisschen den Leuten so ein bisschen beschreiben, wenn jetzt deine Mutter dich würde beschreiben, ja, der Lauffahnd, so, das ist ein Herziger, aber wie würde sie deine Stärken oder was macht dich aus, was würde sie sagen? Was meine Mutter würde sagen, also ja. Sie würde. Die Stärke und die Schwäche sind fast das Gleiche. Das ist meine Besessenheit im so. Kopf. Ja. Das ist auf einer Seite, also ich tue mich immer, sag mal, weißt, ich sehe mich über, immer, meine Vision ist immer über mir. Mhm. Das heisst, ich strive immer weiter und das bringt mich immer vorwärts. Und gleichzeitig ist es dann auch manchmal, dass wirklich über längere Zeit die Zufriedenheit zu erlangen ist dann nicht so einfach. Aber das ist eigentlich schon immer so gewesen. Und aber ich glaube, ich probiere das, ich werde immer gesünder im Umgang mit dem Hunger. Ja, das Thema. Mhm. Was würde sie noch sagen? Ja, ich bin sicher ein sehr emotionaler Mensch, aber auch sehr ein harmoniebedürftiger Mensch. Also wirklich, mir ist Familie und Freundeskreis, der Kleinkreis ist mir enorm wichtig. Mhm. Und ja, ich glaube, das würde sie sagen. Besessenheit ist so ein gutes Thema, aber Besessenheit klingt so ein bisschen negativ. Aber so ein bisschen der Hunger, das ist dann wieder so ein bisschen positiver. Man kann ja an dem auch ein bisschen zerbrechen oder an seinen Zielen scheitern. Ist das bei dir schon mal vorgekommen?
Also scheitern würde ich so nicht sagen. Ich bin glaube noch nie gescheitert. Also, weißt du, wirklich gescheitert so. Das ist, wie ich gesagt habe, jetzt resigniere ich. Aber logisch kommt man immer an. Aber ich glaube, das ist eigentlich wie die Kämpfe für jeden, auch im Alltag, egal ob es kleine Ziele sind, grosse Ziele. So, wenn ich etwas fahre und immer wenn man sich etwas vornimmt, ist natürlich das Risiko da, dass es nicht klappt. Aber das ist irgendwie, weiß nicht, das ist normal. Bei mir ist es einfach so, dass wenn es nicht klappt, dann muss es anders machen, weiter probieren. Manchmal muss ich auch die eigenen Grenzen akzeptieren. Aber, ja, ich bin mega zufrieden. Also ich bin sehr glücklich, wie es läuft. Auch jetzt vor allem bezogen auf die Musik momentan. Kommen wir mal von dem Real Talk weg. Was mich jetzt ein bisschen würde wundern, ist, mit wem würdest du hure gerne mal einen drauf machen? Weißt du, anyone in mit this Bowser. World? Mit dem Bowser, ja voll. Unbedingt. Wieso? Mit dem Bowser. Das raus? Einfach was dann, würdest du dir denn wünschen? Also weißt du, man stellt sich natürlich vor, wie sind die Leute und so, aber ich finde, Bowser ist für mich unter am authentischsten über. Das ist sicher voll die Party-Sau und ich würde mit dem voll gerne einen drauf machen und voll über den Strang stehen. Weil ich ihn einfach ein geiles Sieg finde und ich finde ihn aber gleichzeitig sympathisch. Also man kann zu ihm über aufschauen und gleichzeitig würde man gerne mit dem ein paar Bierchen zwitschern. Also eben, es geht wahrscheinlich nicht nur um einen drauf machen, sondern es geht wahrscheinlich darum, den ganzen Tag wahrscheinlich mit ihm zu verbringen, weil er eine inspirierende Person ist für dich, kann man es so sagen. Ja, hast du jetzt drauf machen gemeint? Was hast du gemeint? Hast du Party machen gemeint? Ja, so ein bisschen Party machen. Ja, schon Party machen das, aber ich finde Bowser momentan als Character ist so mein Favorite momentan. Also jetzt vielleicht allgemein Urban Musiklandschaft, würde ich sagen. Was hast du noch vor, den Sommer? Den Sommer? Ja, Bachelorarbeit schreiben. ja, Real Talk. Ja, wir sind gerade am Spuren abgeben. Okay. All das. Goddamn, Bruder! Am Spuren abgeben. Hey, letzte Frage. Die Sommerferien gehen zu Ende und ich nehme an, dass du auch früher den einen oder anderen Ferienjob gemacht hast, wo dir so ein bisschen unangenehm vielleicht sogar war. Mhm. Man macht vieles fürs Geld, nicht wahr? Was hast du so gemacht, Ferienjob technisch? Ja, was heisst Ferienjob-Technik? Ich bin dann eher so Studi-Job-Technik. Bin jetzt noch bis vor kurzem recht unterwegs in McDonald's. Yeah. Yes. Das ist der Struggle. Ja, das ist voll der Struggle. Halt. Ja. Ich glaube, keiner fühlt sich mega erfüllt in der McDonald's-Uniform und trotzdem ist es halt dann einfach ein Brotjob. So Sachen macht man halt dann. Ja, man muss halt irgendwie den Kühlschrank füllen. Es ist so. Hey, Lafa, noch ganz, ganz viel Erfolg auf deiner weiteren Laufbahn. Und ich würde sagen, ja, wir sehen uns bald. Hoffentlich, ja. Royal Arena TV 2018. Sein Name ist Lafa, mein Name ist Mauro. Wir sind dos. Peace.